Mittelerde, Mordors Schatten. Jawohl, weiter geht's. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Ich habe jetzt zwei der Tage nicht mehr gespielt. Ich kam leider einfach nicht dazu. Und jetzt kommt auch noch Styx, Master of Shadow raus. Dann kam jetzt auch noch Alien Isolation raus. Dann kommt jetzt auch noch Rise, Son of Rome raus. Und dann kommt auch noch The Evil Within raus. Also wir haben hier einiges zu tun hier auf diesem Let's Play-Kanal. Aber ich darf natürlich meinen Hauptkanal auch nicht vernachlässigen. Deswegen werde ich gucken, dass ich da irgendwo so eine kleine Balance finde zwischen all das Ganzen, diese ganzen Games, die dann noch kommen, und dass ich halt dennoch genug Zeit habe, um Videos für den Hauptkanal zu produzieren. So, wir legen jetzt mal los. Wir haben hier da drüben die nächste Mission und die werden wir uns jetzt... Ja, du hast die Scheiße gesehen, Alter. Schnauze, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ja, Mittelalter Mord und Schatten macht übelst Bock. Ich weiß auch nicht, wieso ich die Tage nicht gespielt habe. Ich kam einfach gar nicht dazu. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie nicht so gut drauf und da war ich müde. Und jetzt habe ich mir gedacht, what the fuck drauf, ey, los geht's, weißt du? Jetzt zocken wir wieder. Und es macht ja einfach übelst Bock, dieses Game. Es macht verdammt viel Bock. So, dann suchen wir mal gleich die nächste Mission. Ich bin ein bisschen eingerostet, muss ich zugeben. Und deswegen werden wir jetzt hier gleich mal in den ersten Kampf hinein, immer wieder ein bisschen reinzukommen. Aber ich glaube nicht, dass das allzu schwer sein wird. Bam, Baby! Oh, ja, haben wir gleich einen wieder mit dem Schild. Das mache ich gar nicht. Oh, schön hingerichtet. Ich werde jetzt jemand hier mehr packen. Ich bin einfach ins Feuer rein. Komm. Zack. Ah, hier, lass du mich nicht die geile Kombo machen. Ich lass mit dir. Lass mich hier. Jawohl. So, und da ist er down. Zack. Kehle durchgeschnitten, mein Freund. Und du bist auch tot. Sehr schön, alles klar, das Kämpfen habe ich also noch drauf. Hier ist ein... Ich habe immer noch keinen Plan, wie die heißen. Curador, Karagor, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Aber ich lasse ihn auf alle Fälle mal nicht raus. Nee, nee. Du kommst nicht raus, mein Freund. So, auf zur Mission. Ich bin ja gespannt. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr die Story machen, weißt du? Weil ich möchte, ehrlich gesagt, auch... etwas schneller durchwerden hier, damit ich das wieder im Spiel auch machen kann. Warte mal, sage ich, dass ich jetzt die gleiche Quest wieder vor mir nochmal machen muss, weil ich nicht gespeichert habe, dann bin ich böse. Ne, das dunkle Monument, das ist was anderes. Zerstöre das Gortaur und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Okay, das müssen wir jetzt also machen. Dann machen wir es auch. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Okay, die wollen also irgendwie Sauron ehren. Mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Okay. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Würze. Lass uns gehen. Mag Würze. Mag würzige Fürze. Oh, also das hört sich auf alle Fälle mal nicht gut an. Was ist denn da oben los? Ah, Ghule. Hallo, Ghul. Tschüss, Ghul. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Das ist klar, ne? Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Ach, Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Okay, ja, wir müssen also jetzt alle hier töten. Machen wir auch. Wenn ich ihm diese Samen rausreiße, bevor ich ihm den Kopf abschlage. Du wirst
absolut niemanden irgendwas abschlagen, mein Freund. Denn ich werde dir gleich was abschlagen. Warte, ich muss hier hoch. Oh oh. Nichts geht. Dennoch bist tot. Darum tötet man die Bleichhäute am besten, wenn man Publikum hat. Gibt dir gleich Publikum. So, der war sogar ein gefährlicher. Der hat nämlich ein Schild gehabt. Der Funke unserer Rebellion. Ja, ja. Muss erst alles sichern, Kumpel. Warte. Stress die Nummer da. Darf mein Bayern sagen. Nicht stressen, mein Freund. So. Zack. Assassin's Creed Style, Baby. Hier oben muss doch noch einer sein, oder? Da oben ist er. Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Waldläufers spüre, werde ich ihn in die Knie zwingen und ihm im Handumdreh das Herz herausschneiden. Tja, das würde ich gerne sehen. Oh, ist der runtergefallen? Scheiße. Nicht, dass denn irgendjemand sieht. Oh. Ich hab gehört, wenn man genau hinhört, kann man nachts das Herz Mordors schlagen hören. Ja, aber nur, wenn du dein Ohr an die Erde hältst. Was? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Du musst der Luft um dich herum lauschen. Okay, da sind gleich drei. Weißt du was? Und tschüss. So, dann machen wir noch eine Schleichtötung. Sehr nice. Und weg ist er. So, Hiergon, kannst du kommen. Danke, dass du überhaupt nichts gemacht hast. Dass wir wenigstens helfen können, irgendwie aber nö. Der feine Herr lasst mich alles machen. Nee, der feine Herr macht gar nichts. Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Talion. Ah, das war meine Arbeit. Müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Du hast gar nichts gemacht, mein Freund. Nix. Nur klug geschissen. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Nein. Lass uns gehen. Wir schleichen uns hier mal schön durch. Ihr sieht's verdammt geil aus, muss man einfach sagen. Schön dunkel und der Mond da oben. Oh, jetzt rennst du auf einmal, was ist los? Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Gut, okay. Sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Ein Scheißdreck werden die. Außer du bist ein Lappen und lass dich töten. Aber nee. Bist du nicht. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Da ist immer dasselbe mit dir. Immer dasselbe mit dir, Junge. Ich und Hilfe. Nach Karagor-Blut. Karagor. Okay, Karagor. So heißen die also. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Das war sehr riskant, aber weil ich so geil bin, habe ich das geschafft. Habt ihr das gehört? So, dann schießen wir den Kopf weg. Lass mich mit dem Typen mal da raus, komm. Lass mit dem mal ein bisschen raus. Ein bisschen Action hier. Ich dachte, die Ghule wären unter Kontrolle. So.
Muss ehrlich gesagt leider auf das Vieh schießen, weil das ist irgendwie stärker. So. Löcher gemacht. So, ihr Lappen, dann könnt ihr wieder kommen. Nachdem ich wieder alles alleine gemacht habe. Hallo. Komm. Ihr seid mir ja Helden, du. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Waldläufer, bleib hier. Hule umschwärmen Durtan. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Okay. Ich mag solche Stealth-Missionen, weißt du? Mag die. Die sind eigentlich relativ spannend immer. Deswegen glaube ich auch gar nicht so viel, weil ich möchte diese Atmosphäre ein bisschen aufsammeln, weißt du? Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Oh ja. So, deine Ghule hat sich wohl ein bisschen verlaufen hier. Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an! Okay. Dann verteidigen wir uns natürlich. Der Inno-Kugel, ein Schlag und weg. Was wollen denn die? Jetzt komm. Zack! Aber in der Masse sind die leider gefährlich. Klar, da sind sie auch wieder weg. Na schön. Das ist schön. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Okay. Dann lass uns das sichern. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Oh ja. Macht's wenigstens ein bisschen Spaß. Es ist so still. Irgendetwas ist hier faul. Ghule schon wieder. Dieser blöde Kackfüße. Da ist dieser Karagor, oder wie der heißt, auch noch unterwegs. Okay, der ist aber down. Wunderbar. Den anderen lassen wir nicht raus, ne? Nee, nee. Karagor. Ein Feind ersetzt den nächsten. Karagor. Ich merke mir das jetzt. Karagor. Einmal werde ich es mir mal merken müssen, oder? Erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Ja. Bald wird das Monument fallen. Hoffen wir es. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Die freigelassen wurden? Denn die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Okay, und die sterben da nicht dabei. What the fuck? Jetzt noch unseren letzten Heiligen. Redback, greif mir
weiter weg können. Da hat gerade irgendjemand über Ratback gesprochen. Dass der ihm kaum zum Bauch geht, weil er so klein ist. Okay, bei dem sollte ich dann vielleicht mal so ein bisschen da drüber kommen. Und weg. Zack. Bevor ich irgendwas machen kann, ist er weg hier. Sehr schön. 5 von 17 haben wir mal. Machen wir mal das hier. Gucken, was die sagen dazu. Ich werde niemals um etwas lächeln. Ah, die Sklaven verteidigen sich. Ich reiß dir den Kopf ab. Sehr cool. So, erstmal hier den Bogenschützen wegmachen, den Wichser. Die hasse ich am meisten. Dann checken wir sich darum. Bam! 2 noch. Dann war es nur noch einer. Der ist gleich da oben. Schrei für mich! Jawohl. Wer gehört? Stopp zum Tor! Ich kümmere mich jetzt um die Action. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Bam, Baby. Eben geschossen, das war doch hier. Na kommt, na kommt. Wieso kann ich den nicht von hinten packen und gleich töten? Vorwärts, immer vorwärts. Wir brauchen die Uruks nicht zu fürchten. Die kämpfen da weh ganz brav eigentlich. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Okay, komm schon, komm schon. Das schaffen wir. Das. Ich hätte den in den Kopf schießen sollen. Ich habe 2 davon in den Kopf geschossen, leider. Aber ich hab's tot. Wieder schützen. Schaffen wir nur noch 60 Fuß. Komm schon. Jawohl.
Du hast ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Sehr schön, haben wir das auch erledigt? Wunderbar, das dunkle Monument ist damit erledigt. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Der schwarze... Die schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Alles klar. Gut, Leute, wir machen da mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und wenn ihr es bis hierher geguckt habt, dann schreibt in den Kommentaren. Ich hab's geschafft. Haut rein.